und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem neuen Video hier heute. Und ich werde euch heute eine ganze Reihe von Koop-Games vorstellen für die Nintendo Switch. Und das ist wirklich eine lange Liste. Wir werden da jetzt eins für eins durchgehen und ich glaube, es sind fast 20 Games. Ich werde euch immer dazu schreiben, ob man die Games alleine im Zwei-Spieler-Modus oder auch mit drei oder vier Leuten gemeinsam spielen kann, damit ihr da Bescheid wisst, wie viele Freunde ihr euch dazu holen könnt. Es sind tatsächlich auch Games dabei, von denen ich selber davor, vor meiner Recherche, nicht wirklich wusste, dass die wirklich so einen coolen Multiplayer haben. Aber seid gespannt, ich erzähle euch zu jedem einzelnen Game kurz ein bisschen was und dann hüpfen wir auch schon wieder zum nächsten. Und wenn ihr mich an der Stelle schon mal unterstützen wollt, wäre das richtig cool, dann gebt doch gerne ein Like und ein Abo und ich wäre sehr, sehr happy und sage danke. Und wir gehen jetzt rein in das Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kommen wir direkt zu unserem ersten Game. In It Takes Two wird eure Beziehung auf die Probe gestellt. Hier können wir in einem unvergleichlichen Abenteuer die Geschichte zweier Eltern erleben, die kurz vor dem Zerbrechen ihrer Ehe stehen. Ihr müsst zusammenhelfen, um euer Ziel zu erreichen. Das ist aber umso schwerer, denn ihr wurdet geschrumpft und die Welt scheint viel magischer als zuvor. Staubsauger fangen an zu randalieren und riesige Insekten erschweren euch die Aufgaben. Nur vereint werdet ihr es schaffen, wieder zur Normalität zurückzukehren. Wird eure Beziehung dann aber noch dieselbe sein? It Takes Two könnt ihr als Couch-Koop spielen oder euch über den Freundepass einen kostenlosen Freund oder Freundin einladen. Als nächstes haben wir Spiritfarer. Ja, ganz richtig gehört, nur die wenigsten wissen, dass Spiritfarer einen richtig schönen Couch-Koop-Modus hat. Spiritfarer ist ein emotionales Management-Game, in dem man das Mädchen Stella spielt. Ihr habt die Rolle eines Fährmanns, der Verstorbene ins Jenseits bringt. Du kannst dich dabei mit den Spirits, also den Geistern, anfreunden und dein Boot erweitern und gestalten. Spieler Nummer 2 kann sich als die Katze von Stella, ihr Name ist Daffodil, der Reise anschließen. Sie kann zwar nicht mit den NPCs reden, aber das Boot managen und gestalten. Gemeinsam könnt ihr den Geistern Lebewohl sagen und unvergleichliche Freundschaften schließen. Gerade weil das Game so emotional sein kann, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, einen Freund an seiner Seite zu haben. Unser nächstes Game ist ein Pokémon-Game und zwar Let's Go Pikachu oder auch Let's Go Evoli. Du bist der neue Pokémon-Trainer in der Kanto-Region und begibst dich auf ein neues Abenteuer. Die Pokémon-Teile Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli sind zwar nicht mehr die neuesten, aber definitiv noch immer mega spielbar. Nicht nur alleine, sondern auch mit deinen Freunden zusammen. Indem du deinen Freund einen Joy-Con gibst, könnt ihr ganz einfach das Game gemeinsam erkunden. Auch dein Freund bekommt einen Pokémon-Begleiter, Pikachu oder Evoli, je nachdem welche Edition ihr spielt, und es gibt noch einen Vorteil. Zusammen ist das Fangen der Pokémon viel, viel leichter. Als nächstes hätten wir Luigi's Mansion 3. In Luigi's Mansion 3 müsst ihr euch als Luigi durch eine dunkle Villa voller Geister kämpfen, um eure Freunde zu retten. Die Entwickler haben sich hier einen tollen Koop-Modus ausgedacht. Fluigi! Das ist Luigi's grüner, klebriger Doppelgänger. Mit diesem kann dein Freund durch Gitterstäbe oder andere Hindernisse einfach hindurchgehen, um wichtigen Fortschritt im Spiel zu erreichen. Gemeinsam seid ihr auch viel stärker und könnt schwerere Gegenstände mit einer Leichtigkeit aus dem Weg räumen. Eine unvergleichliche Zwei-Spieler-Reise erwartet euch in Brothers: A Tale of Two Sons. In diesem Game werdet ihr zusammen die zwei Brüder spielen. Ihr begebt euch auf eine Märchenreise und müsst gemeinsam knifflige Rätsel lösen und fiese Bosse bekämpfen. Die Landschaft ist von der Natur in Schweden inspiriert, was echt schön gelungen ist. Zusammen werdet ihr auch mystische Wesen und Kreaturen treffen, wie zum Beispiel Trolle. Stellt euch geschickt an, um die Hilfe dieser Kreaturen zu bekommen. Als nächstes haben wir Captain Todd Treasure Tracker und in diesem Game spielen wir die kleinen süßen Pilz-Todds. Dabei können wir das Abenteuer alleine oder gemeinsam beim Couch-Koop mit einem Freund erleben. Natürlich geht es hier um die guten alten Powersterne, die die Todds ja über alles lieben. Unser Hauptgegner in diesem Spiel heißt Wingo und ist ein riesiger Vogel. Der klaut Todd den Powerstern. Daraufhin können wir uns in über 70 Level allein oder gemeinsam beweisen, um Wingo aufzuhalten. Achtung, jetzt ist Action vorprogrammiert. Cuphead ist ein actionreiches Shooter-Game, in dem ihr euch zu zweit durchschlagen könnt. Die Grafik erinnert dabei stark an alte Cartoons und einige von euch werden da bestimmt ganz nostalgisch. Sogar der Sound des Games bringt nostalgische Gefühle hervor, das verspreche ich euch. Man kann entweder alleine spielen oder eben zu zweit. Als Cuphead und Mugman besorgt ihr euch die nötigen Waffen und Supermoves und ab geht's rein ins Abenteuer. Von Action zu Chaos. In Untitled Goose Game erwartet euch ganz viel Spaß. Ihr spielt Gänse, die einfach Gänse-Dinge machen. Ihr habt ein komplettes Dorf zur Verfügung und könnt so viel Unfug machen, wie ihr wollt. Schnappt euch einen Freund oder eine Freundin und los geht's. Ihr könnt den Menschen im Dorf so richtig auf die Nerven gehen, indem ihr deren Sachen klaut oder sie mit eurem Geschnatter durch das ganze Dorf jagt. Oder ihr versenkt deren Briefe im Fluss, ganz wie ihr das wollt. Denkt euch die wildesten Streiche aus. In
Untitled Goose Game ist gefühlt alles möglich. Jetzt gibt's was für Puzzle-Fans. In Harmony's Odyssey erleben wir eine magische Puzzle-Reise, in der wir den Einwohnern helfen, wieder Ordnung in ihre Welt zu bringen. Ordne die Kacheln wieder richtig an, damit zum Beispiel die Pinguine endlich ihr gewünschtes Selfie schießen können. Während man sich so durchpuzzelt, wird man auch auf die ein oder anderen Minispiele treffen. Holt euch einen Freund dazu, um die Puzzles gemeinsam zu lösen und die Minigames gemeinsam zu spielen. Moonglow Bay ist auch erst 2024 rausgekommen, also noch ein ziemlich neues Game. Moonglow Bay ist ein total underrated Game, das sage ich euch. In diesem Angelgame könnt ihr gemeinsam oder alleine die Stadt vor dem Bankrott retten, indem ihr euer Restaurant richtig gut zum Laufen bringt. Das macht ihr, indem ihr mit dem Boot rausfährt, einige der über 150 Fischarten fängt und sie in eurem Restaurant lecker zubereitet und verkauft. Die Stadtbewohner haben sehr interessante Dinge zu erzählen, manche meinen sogar Monster im Wasser gesehen zu haben, aber ob da etwas dran ist, müsst ihr schon selbst herausfinden. Zu zweit ist definitiv alles besser. In Unravel 2 erlebt ihr alleine oder eben zu zweit eine unvergleichliche Reise. Nach einem fürchterlichen Unwetter wacht ihr getrennt an einem düsteren Ort auf. Doch ganz schnell verknüpft ihr euch wieder und macht euch auf die Reise, um einen freundlicheren Ort zu finden, an dem ihr euch wieder vollkommen wohlfühlt. In dem Kirby-Abenteuer Kirby und das vergessene Land könnt ihr alleine oder auch zu zweit die Waddle Dees vor einem schrecklichen Schicksal bewahren. Ihr befindet euch im vergessenen Land und versucht euch durch die verschiedenen Welten zu kämpfen. Kirby hat die Fähigkeit, Gegner einzusaugen und deren Kräfte zu kopieren, kann sie aber auch als Geschosse wieder ausspucken. Spieler 2 ist sogar mit einer Waffe ausgestattet. Gemeinsam müsst ihr die Welt retten und die Waddle Dees wieder nach Hause bringen. In Blanc erwartet euch eine emotionale Reise. Ein Rehkitz und ein Wolfsjunge finden sich beide in einem Schneesturm wieder. Zu zweit müsst ihr den Weg zurück zu euren Familien finden. Dabei hat jeder von euch einzigartige Fähigkeiten. Nur indem ihr euch gegenseitig helft und unterstützt, könnt ihr die Spuren im Schnee verfolgen, um wieder sicher zu Hause anzukommen. Das Spiel kommt dabei komplett ohne Text aus. Ihr müsst also aufmerksam sein und die Umgebung beobachten. Jeder kleine Hinweis kann euch helfen, weiter voranzukommen und eure Familien wiederzufinden. Ein Game aus der Mario-Welt habe ich noch für euch. In Yoshi's Crafted World erwartet euch eine bunte Welt voller kleiner Schnuffelchen, die ihr einsammeln könnt. Hier kann man auch wieder alleine oder eben gemeinsam mit einem Freund die vielen kreativen Level entdecken. Yoshi ist auf der Suche nach Traumjuwelen, um den Stein wieder zu vervollständigen. Diese Mission wird aber wiederholt von Baby Bowser und seinem Babysitter Kamek gestört. Schafft ihr es, die zwei Bösewichter aufzuhalten? Bei diesem Game bin ich mir nicht sicher, wie man das ausspricht, aber Podé ist ein nordisch inspiriertes Rätsel- und Erkundungsgame. Gemeinsam als Felsbrocken und Sternschnuppe nehmt ihr die Herausforderung an. Es geht in ein komplexes Höhlensystem, in der zahlreiche Geheimnisse gelüftet werden sollen. Dabei müsst ihr zu zweit knifflige Rätsel lösen, indem ihr zum Beispiel die Fähigkeiten der beiden Charaktere verknüpft. Haven ist das perfekte Spiel für Pärchen, denn ihr spielt im Game ebenso ein Pärchen, das sich auf einen vergessenen Planeten zurückzieht, um dort ihre Ruhe zu finden. Entdeckt und erkundet die faszinierende Welt rund um euch. Baut euer gemeinsames Haus auf und richtet es gemütlich ein. Dabei werdet ihr zu zweit den Alltag eines Pärchens erleben. Kochen, craften und die kleinen Momente miteinander machen das Leben aus. Doch auch vor Gefahren auf dem neuen Planeten seid ihr nicht sicher. Ihr könnt euch gemeinsam den Herausforderungen stellen. Jetzt wird's wieder ein bisschen crazy. Kiwis sind mega süße kleine Tiere. Umso mehr, wenn sie gemeinsam versuchen, eine Post-Service-Stelle zu leiten. Spielt gemeinsam als Jeff und Deborah die leitenden Kiwis in der Poststelle und versucht, das Unmögliche wahrzumachen, ohne Hände, Briefe und Pakete zu verschicken. Denn Kiwis haben keine Hände. Ich hab nicht gesagt, es wird einfach. Aber stellt euch der Herausforderung, egal ob alleine oder zu zweit, es wird sich definitiv lohnen. Das nächste Game musste ich einfach erwähnen. Im guten alten Stardew Valley gibt es einen mega guten Multiplayer-Modus, den ich nur empfehlen kann. Baut euren Hof gemeinsam auf und entdeckt die Geheimnisse hinter den Bewohnern des Dorfes sowie den ungewöhnlichen Kreaturen, die im Valley leben. Ihr könnt in dem Game alles machen, was ihr alleine auch machen könnt. Tiere halten, in der Mine arbeiten oder sogar Romanzen haben. Je mehr, desto besser. Hol dir also bis zu 3 Leute mit dazu auf deine Farm. Und auch unser letztes Game darf definitiv nicht unerwähnt bleiben. Fae Farm ist ein magischer Farming-Simulator, den ihr von Beginn an nicht nur alleine, sondern gemeinsam mit bis zu 4 Spielern spielen könnt. Baut gemeinsam euren Bauernhof auf, erledigt die Anstrengungen
anstehenden Aufgaben und sammelt die nötigen Ressourcen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, gemeinsam an der Story des Games voranzuschreiten und die Geheimnisse von Azoria aufzudecken. Das waren die 19 Koop-Games für die Nintendo Switch, die ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe, es war was Neues für euch dabei. Speichert euch vielleicht dieses Video sogar ab, wenn ihr so eine Liste an Games sucht, oder liked es einfach. Da gibt es ja auch dann so eine private eigene Playlist mit gelikten Videos. Da könnt ihr euch das immer wieder mal anschauen, wenn ihr Bock habt, irgendwas im Koop zu zocken. Falls ihr eine andere Edition haben wollt, zum Beispiel Koop-Games für den PC oder Koop-Games für die PlayStation oder Xbox, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ihr könnt jetzt noch gerne bei diesen Videos vorbeigucken und mich unterstützen, indem ihr dem Video ein Like gebt und ein Abo da lässt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch noch cool. Habt jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao!